Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich habe für Weihnachten neu erleben den Impuls vom 5. Dezember lesen dürfen. Ich möchte eine persönliche Anmerkung noch dazugeben. Es heißt, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wie ihr wisst oder jetzt erfahrt, ich hatte im Frühjahr diesen Jahres eine sehr schwere Corona-Erkrankung, die mich hat mit dem Leben kämpfen lassen. Und diese zwei Punkte, die hier genannt sind, vertrauen darauf und hoffen, dass es sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das sind zwei Dinge, die mich in dieser schweren Zeit extrem aufrecht gehalten haben. Weil ich spürte, wie viele Menschen an mich glauben, mir Genesung wünschen, ein weiteres Leben. Und natürlich hat man nichts mehr zum Anfassen in dem Moment, aber zu glauben. Und ich bin heute hier. Die Dinge bestätigen es eigentlich einfach so, wie sie sind. Deswegen Glaube und Hoffnung. Und ich wünsche euch eine gute Adventszeit. Euer Thomas.